Terence. Leute, wie gesagt, ich bin der englischen Sprache nicht so mächtig, aber ich hoffe, ich habe euch dazu Ruti richtig schön rübergebracht. So Leute, herzlich willkommen hier zurück auf meinen Channel. Ich begrüße euch natürlich wie immer recht herzlich. Und es gibt frohe Botschaft bzw. frohe Kunde seitens Call of Duty Advanced Warfare. Es gibt Waffen, Maps, Spielmodis und mehr von mir heute in Form eines kleinen Kommentaris von mir, sag ich mal so, ja? Weil dann sage ich ja nochmal nicht so. Ja. Es wurden halt zahlreiche Waffen, Maps und Spielmodis geleakt. Einige User haben bereits eine Vollversion des Spiels auf der Xbox One, wie ich das weiß. Und jetzt kommt es, Leute. Es gibt, wie gesagt, Waffen, Maps und Spielmodis von mir jetzt hier erklärt. Kommen wir kurz mal zu den Playlisten und Spielmodis. Ja, in CODAW wird es mehrere unterschiedliche Spiellisten geben. Neben diesen Standard und Hardcore, was wir ja eh schon kennen, gibt es noch weitere, die da einfach mal heißen Classic, eine Ranked Play sowie eine Bonus-Playlist. Ja. Dann gibt es denn halt noch weitere Playlisten, die da zu erwähnen sind, wie Party-Modes und E-Sports-Modes, Recent-Modes sowie My-Modes. Was das genau ist, Leute, das kann ich euch jetzt hier jetzt auch nicht sagen. Ja, das werde ich dann dementsprechend, sobald ich hier mehr Infos habe, euch nachreichen. Dann gibt es noch, ja, diese Spiel-Modis. Standard-Spiel-Modi, sage ich einfach mal so. Ich liste euch einfach mal auf, was ich da halt weiß. Es gibt folgende Spiel-Modis im Standard: Frei für alle, Team Deathmatch, Momentum, Uplink, Suchen und Zerstören, Suchen und Retten, Herrschaft, Abschuss bestätigt, Captain the Flag und Hardpoint. Ja? Das zu den Standard-Spielmodis. Kommen wir zu den Hardcore-Spielmodis, wo ich da einfach mal schon vorab sagen muss, ich bin enttäuscht. Enttäuscht? Ja und nein. Warum bin ich enttäuscht? Weil es gibt zu dem jetzigen Zeitpunkt, den ich jetzt so weiß, gibt es nur vier Spielmodis von Hardcore. Dabei muss ich sagen, vielleicht werden noch einige nachgereicht, wenn das Spiel released wird. Ja, müssen wir uns einfach mal überraschen lassen. Aber das ist der jetzige Stand der Dinge. Ja, aber was sind dabei? Hardcore-Spielmodus sind Hardcore Team Deathmatch, Hardcore Yeehaw! Abschuss bestätigt, Leute, das ist ja mein Ding, ja. Hardcore Herrschaft, Hardcore Suchen und Zerstören, Leute. Ja, ich denke mal, viele werden sich jetzt freuen, weil das ist nicht unbedingt immer, ja, das gewesen, was wir in den zurückliegenden Jahren im Hardcore-Modus erhofft haben, beziehungsweise gesehen haben, dass halt so ein Zerstören dabei war. Aber Leute, es ist hierbei und ihr könnt euch freuen. Beziehungsweise ich kann mich oder mir sowieso freuen, weil ja meine Standard-Modi in Hardcore ist natürlich Abschuss bestätigt. Ja, mitunter spiele ich auch Team Deathmatch. Das kann man auch mal machen. Ansonsten gibt es Waffen und Aufsätze jetzt von mir mal so ein bisschen so einfach mal so vorgelesen. Sturmgewehre sind die Bal 27, die AK-12, die ARX-160, die HBR-A3, die EMR, die MK-14. Ja, dann gibt es natürlich diese Maschinenpistolen, die KF-5, ASM-1, SN-6, SAC-3, AMR-9. Ja, da gibt es Scharfschützengewehre. Ja, logisch gibt es da wieder Scharfschützengewehre. Die Lynx, die Morse, die NA-45, die Atlas, 20 mm Schrotflinten sind da die TAK-19, die S-12 und die Bulldog. Ja, dann gibt es schwere Waffen und Energiewaffen. Energiewaffen, ja, weiß ich nicht hier. Muss man gucken, ja. Wird man sehen,
was die Dinger taugen. Da hätten wir zum einen die EM1, die Paytech, die XMG, die EPM3, die MLE. Ja, MLE, keine Ahnung. Wenn wir ja sehen, was da alles auf uns drauf zukommt. Dann haben wir Aufsätze. Das ist die Red Dog Sight, die Hydric Sight, die Autofocus Sight, die Target Enhancer, die Thermal ACOG, die Scope, die Kemba, die Laser Sight, die Forward Grip, die Stock, die Cracker, die Extense Max und Suppressor, so Parabolic Mikrofon, die Quick Grab Script und die Grain Nut Launcher. Alter Schwede, ich freue mich so oder auch nicht. Ja, zu den Storm Creeks muss ich sagen, wird es wie bei Black Ops 2 natürlich geben. Ja, keine Ahnung, was da kommen wird, werden wir sehen. Exo-Fähigkeiten sind natürlich auch hier bei dem neuen COD AW mit dabei. Muss man auch halt sehen, was man daraus macht. Aber ich kann euch schon mal erzählen, was dabei ist. Das ist das Exo-Schild, der Exo-Overclock, der Exo-Root-Device, die Exo-Stim, die Exo-Chloride, der Exo-Hover, der Exo-Pink und der Exo-Trophysisten. Ja, das ist zum Beispiel, wie ihr sagt, das sind diese Exo-Fähigkeiten. Denn da haben wir denn noch Multiplayer-Karten, die da heißen Accent, Biolab, Comeback, Defender, Detroit, Green Band, Harrison, Instinct, Rookery, Retreat, Riot, Solar, Terrence. Leute, wie gesagt, ich bin der englischen Sprache nicht so mächtig, aber ich hoffe, ich habe euch dazu, Ruti, richtig schön rübergebracht. So Leute, ansonsten weiß ich jetzt ja auch nicht mehr so weiter. Ich denke mal, das sollte eigentlich reichen, ja. Außer, dass ich da noch was gefunden habe. Das Operator-Menü, was unter mehreren Unterpunkten aufgegliedert ist. Diese unterteilten Punkte schimpfen sich Customs Initiation, so, keine Ahnung, Player Cards, Challenge, Combat Record, Ladder Bros und Clans. So, Leute, von meiner Warte aus wartet. Ich denke, ich habe euch hier mal so einige Sachen noch herangebracht. Und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, euer Mischa 3037.